Einfach unnötig, einfach nur unnötig. Ey, Mann, du kannst ja echt keinen Schritt gehen, ohne dass irgendwie so ein scheiß Pokémon ankommt und mit dir kämpfen will. Ist doch nicht normal, es ist doch echt nicht normal. In keinem anderen Ort von dem Scheißspiel hast du so eine Dichte, dass du so geärgert wirst. Wenn ich wenigstens wüsste, wo ich lang gehen muss, ne? Wäre es doch nicht so schlimm, weil ich irre hier wie ein Bescheuerten durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, welchen Schalter ich welche Reihenfolge hier drücken muss. Verpisst euch doch endlich mal, ihr Scheißviecher. Mann. So, da war das. Nee, da ist auch nichts. Ich vergesse immer, wo die verfluchten Schalter sind. Weil du willst einfach irgendwo lang gehen, rumgucken. Es ist gar nicht mal so ärgerlich, dass man die ganze Zeit irgendwie im Kreis läuft. Sondern dass man einfach von diesen scheiß Pokémons immer wieder von rausgeholt wird, von dem, was man eigentlich machen will. Das fuckt einfach so ab. Ich will diesen scheiß Weg finden. Aber du, weißt dann, du denkst, okay, geh ich jetzt da lang und dann kommt doch so ein scheiß Pokémon. Du gehst zwei Schritte und dieses verfluchte Slimer, ey, die verfolgen dich, die scheiß Viecher. So vergisst du ja ständig, was du machen willst. Und gerade mit so verschissenen Rätseln ist das so einfach nur ätzend. Wir kommen ja hier gar nicht weiter. Ey, ich kann doch nicht sein, dass du hier keinen Schritt gehen kannst. Keinen Bock mehr, ey. Weil ich einfach den scheiß Weg nicht finde. Oh, ich resette das Ganze jetzt. Okay, es ist das Pokémon Center. Und dann machen wir erstmal eine Pause. Und ich glaube, dann gucke ich nach. Dabei habe ich meinen Komplettlösungsbuch nicht. Dass ich dann im Netz aber das ja trotzdem finde. Jetzt heilen wir erstmal. Und wie wieder alle wieder topfit sind. Und wir alles auf Null zurückgesetzt haben. Das geht mir so auf den Nerv, ey. So, sind wieder topfit. Gut. Speichern wir. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal in das Haus. Ich hab jetzt nochmal auch nachgeguckt, aber ich hab's nicht mehr ganz auf eine Kette. Was ich genau machen musste. Aber kriegen wir, denke ich mal, doch jetzt schon. Auf kurz oder lang dann hin. Ich bin nämlich an der falschen Stelle runtergesprungen. So, nee, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen jetzt hier irgendwo eine andere Treppe rauf. Das wird die da sein. Okay. Und dann jetzt müssen wir, glaube ich, da öffnen. Versteckter Schalter. Schalter drücken. Ja, wollen wir. So, dann komme ich jetzt hier unten. Na, ah, aber sind ja gut gekommen. Ohne dass uns ein Radikal stört. Na gut, Level 40. Das machen wir platt. Schön mit einer dicken Hornattacke. Volltreffer. Energiefokus. Ja, punkt dich mal gut auf, Radikal. Da müssen wir verdammt viel von haben. Oder auch eben nicht. Und Radikal wird besiegt. Ja, du findest ein paar EP hier. So können wir Radikal auch tatsächlich mal bekämpfen, wenn wir auch wirklich ein paar EP dafür bekommen. So. Jetzt muss man absprungen. Ein Slimer. Level 35. Ich glaube, die gibt nicht viel, aber den kämpfen wir jetzt auch. Einfach aus Prinzip.
also angegriffen hat, haben wir den jetzt platt. Keine Wirkung. Warte mal, weiter in die Giftwolken. Ein bisschen Damage haben wir bekommen. Und da haben wir Slimer besiegt. Oh, Level 42 für Nidoking. Sehr cool. Dieser Floor 35, Pikachu 35, Kadabra 35. Und Turok natürlich genauso. Turok, Turtok. So, hier sind wir jetzt, glaube ich, richtig. Zumindest waren wir hier auch noch nicht. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Doch, ich suche etwas. Und ich bin ja auch nicht niemand. Ich bin Fredo. Und ich fange alle Pokémon. Ja, ne, alle will ich nicht schaffen, aber egal. Elektroball. Mach bestimmt gleich Finale. Aber vielleicht schaffen wir es auch, den Warrior Down zu bekommen. Mit seinem Lichtschild. Und Spawn-Attacke. Gut, Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die Finale jetzt von Elektroball Nidoking besiegt hätte. Oder ob das er überstanden hätte ohne Probleme. Das heißt ohne Probleme. Also hätte schon, denke ich mal, gut reingehauen. Also gemerkt hätten wir es auf jeden Fall. Aber haben wir kein Problem gehabt. Smog, Smog. Ja, kommen wir mal Pikachu mal wieder. Einfach mal so aus Prinzip. Mal schön Pikachu hier mal wieder kämpfen lassen. Hätte immer noch keine 100 KP, ne? Ah, jetzt ging die auch noch daneben, ey. Ist nicht wahr. Willst du mich verarschen? Warum triffst du nichts mehr? Kann doch nicht sein. Ist ja nicht so, dass er irgendwie Genauigkeit verloren hätte oder sonstiges. Und Pikachu wird vergiftet. Ja, super. Ja, hätte ich nicht bauen sollen. Pikachu ist einfach zu schwach. Was? Willst du mich verarschen? Jetzt hat er da so ein bisschen KP überstanden. Ist doch nicht normal. Ist doch echt nicht normal. Ja. Aber immer hat er ein paar IP abkassiert. Aber dafür ist er gleich besiegt. Weil... komme ich erstmal so schnell nicht hier raus. Und das ganze Gift schadet ihm. Fredo besiegt Forscher. Forscher, ouch. Ich habe kein Gegengift dabei. Außer hier, das ist jetzt ein Gegengift. Das wäre natürlich jetzt praktisch. Fredo findet Carbon. So. Was ich jetzt schon... Ne, ich glaube nicht, ne? Radikal. Zack, Hornattacke hat ja auch eben ganz gut gegen das Radikal funktioniert. Und das hier ist auch noch 3 Level niedriger. Hyperzahn. Das ist nicht gut. Und dann noch ein Volltreffer, ey. Ne, Dreckskerl. Naja, hier schön Tackle. Ha, ich muss auch noch Ruckzuck geben, damit der hauptsächlich vorher dran ist. Aber, den haben wir auch besiegt. Der ganzen A-Pokémon. Schön geschwächt schon hier. Pikachu, Nidoking. Und so weit bin ich noch nicht gekommen. So. Jetzt fängt das wieder an, ne? Also. Oh! Aber den hätten wir mal gerne. Vulcano, den haben wir nämlich auch gar nicht. Machen wir erstmal so einen Tackle. Ja. Sollte reichen. Item, Hyperball. Komm, 61 Stück haben wir. Ich hatte immer den Knopf gedrückt hier, ne? Den A-Knopf. Irgendwie hatte ich immer schon das Gefühl, wenn du gedrückt hältst, dann fängst du umso wahrscheinlicher. Für Vulcano wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Ein friedfertiges Pokémon, welches wild zu kläffen beginnt, sobald man seinen Lebensraum betritt. Nein, möchten wir keinen Spitznamen geben. Vulcano wurde auch bildfest übertragen. Sehr cool. Was? Och nö. Muss nicht
nicht, dass da ein Ausgang ist. Na egal. Dann können wir wenigstens Pikachu heilen, bevor er down geht. Wie knapp war's? Na, passt noch. So gerade. Also eine ohne Probleme, aber. Weg müssen. Was ist das denn? Irgendwie gerade ein komisches Geräusch hier. Ich bin gerade so ein bisschen auf Alarmbereitschaft. Freundin ist nicht da, der Kleine pennt. Und ich habe das Babyphone an. Aber das kann ich nicht hier mit in den Gaming-Raum nehmen, weil die Verbindung bis dahin nicht reicht. Deswegen habe ich das auf volle Lautstärke hinten im Wohnzimmer. Die Tür auf. Ich hoffe, es heilt jetzt deswegen auch nicht irgendwie so sehr, weil ich die Tür hier offen habe. Schluckt das natürlich ein bisschen weniger Schall. Also es klingt für mich nicht einfach nur, ich habe keinen kein Mirroring drauf auf den Ohren. Aber ich klinge halt so ein bisschen für mich selber anders als sonst. Aber ich habe halt auch die Headset nicht komplett arbeiten, nur auf einem Ohr. Damit ich jeden Laut auch sofort mitbekomme von dem Kleinen. Aber das war auch das Geräusch gerade, das war auf jeden Fall eher nicht. Also das klang irgendwie komisch. Klang nicht so, als wenn die Tür öffnen würde. Wir haben eine elektronisch abschließbare Tür, also die schließt immer automatisch ab, wenn wir die Tür hinter uns zuziehen. Und macht man auch mit einem Fingerabdruck, kann man die öffnen. Auch mit normalen Schlüssel, aber halt auch mit Fingerabdruck. Deswegen wird das ja dieses automatische Abschließen war nur mit diesem Fingerabdrucköffner mit dabei. Und dann macht das immer so. Ne, ist dieser Motor, der das Schloss dann rumdreht. Und genauso klang das gerade. Aber die Tür ist so geblieben. Weiß gerade. Ne. Ein bisschen verwirrend. Jetzt wissen wir ja auf jeden Fall zumindest, wo wir hier wie lang gehen müssen. So. Einmal schicken Schalter drücken. Ja. So, dann müssen wir da runterhüpfen. Wieder ein Slimer. Dann müssen wir wahrscheinlich die eine Treppe da weiter runtergehen. Und nicht einfach raus. Komprimator. Ich werde dich trotzdem noch erwischen. Wieso? Habe ich dir doch gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich werde dich trotzdem erwischen. Und was war? Ich habe dich natürlich erwischt. Sei mal wohl besiegt. Okay, ich gucke gerade immer noch mal so ein bisschen auf meinen Monitor, ob mein Ausschlag gut ist von der Stimme und ob die Aufnahme vorhin läuft. Aber das Problem hatte ich jetzt nicht mehr, dass die Aufnahme abbricht. Ich glaube, es lag wirklich daran, dass ich keinen Strom, also extra Strom auf meinem USB-Verteiler hatte. Und er deswegen einfach teilweise zu wenig Strom bekommen hat. Das Mikrofon wird ja darüber gespeist, die Elgato wird darüber gespeist. Eigentlich so ziemlich alles, was ich habe. Und deswegen ist das schon sinnvoll, da den extra Strom dran anzuschließen. Aber den hatte ich letztens da, wie gesagt, auch abgehabt, weil ich den Stromadapter nicht für was anderes brauchte. Ich habe extra Steckdosen, und das könnt ihr bei meinem ersten Roomtour-Video sehen, ich habe extra Steckdosen, die auch USB-Ports direkt in der Steckdose eingebaut haben. Aber am Schreibtisch habe ich halt nur eine Steckdose und da sind zwei USB-Ports und ein USB-Port legt meine Sony Handycam, die ich ja als Webcam benutze. Und den anderen, was geht dann aber eigentlich? Boah, weiß ich gerade gar nicht. Irgendwas lädt der auf jeden Fall auch. Die sind auf jeden Fall belegt. Und den extra Strom, wie gesagt, für die so einen USB-Verteiler, den muss ich dann halt über so einen normalen Netzadapter nutzen, beziehen. Und den habe ich letztens für was anderes gebraucht. Und deswegen hatte ich den dann ausgesteckt. Und dann vergessen, wieder einzustecken. So. Ich glaube, hier sind wir ganz gut unterwegs. Ah, hier ist noch so ein Tagebuch. Tagebuch 1. 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. So. Wo bin ich hier gelandet? Keine Ahnung. In irgendeinem verbrannten alten Haus. Aber wieder so ein Dieb. Dieb möchte kämpfen. Dieb setzt zu Kano ein. Haben wir auch eben gefangen. Hast bestimmt gerade eben hier gefangen, ne? Komm, machen wir mal Putok. Der muss gleich sowieso ran. Gegen den Arena-Leiter. Kann der auch hier noch ein bisschen
Mal genau sollte, denke ich mal, reichen. Schon mal sich noch ein bisschen stärken. Weil ich eigentlich gar keine Sorgen mache, dass Tutor das nicht komplett durchsteht. Ansonsten habe ich auch noch eine Menge andere starke Pokémon, die den Arena-Leiter dann den Chaos machen sollten könnten. So, 21 für die anderen. Ponita, da bleiben wir natürlich bei Turtok. Ist ja auch ein Feuer-Pokémon. Kampf, Aquaknarre. Bei Windsurf hätte ich natürlich direkt glatt gemacht. Und habe eigentlich genug Surfer. Hätte ich auch nicht auch direkt machen können. Aber egal, lass mal so ein bisschen zappeln. Der Dacke ist sehr effektiv. Ja, dann wissen wir. Deswegen hatte ich ja Turtok eingewechselt. Dabra, Turtok, Lurak und Fredo besiegt die. Sehr gut. Die Autsch. 3060. Na, erstmal hier das Item. TM14. Ein versteckter Schalter. Ja. So, es ist der hier. Hau. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Da, da ist noch was. Top Genesung. Bum, bum. Wen haben wir? Slimog haben wir schon. Brauchen wir nicht mehr. Aber ich denke mal, der gibt uns schon ein paar gute EP. Das Level 41, es hat die Weiterentwicklung. Egal, schaffen wir schon. Volltreffer, sehr schön. Dein Aussetzer schlägt die ganze Zeit fehl, dann bringt dir das auch nichts, ne? Und jetzt war der sich ganz klein. Und es hat dir trotzdem nichts gebracht. Du wurdest besiegt. So. Zack. Und 76 für die anderen. So, gerade mal kurz nach dem Kleinen geguckt. Das ist total witzig. Wir haben so ein Babyfon mit Monitor halt, also eine Kamera und oben. Und dann haben wir so einen Monitor, der dabei war. Und wie die Kleinen sich da immer bewegen im Schlaf, ne? Also angeblich soll ich mich ja auch im Schlaf viel bewegen. Also ich kriege davon nie was mit. Ich wache immer genau so auf, wie ich einschlafe. Und deswegen bin ich ganz der feste Meinung, ich strebe mich nicht im Schlaf. Aber das ist schon echt witzig. Du legst ihn da irgendwie hin und dann liegt er auf einmal ganz quer im Bett. Macht sich richtig schön breit. Weil jetzt kann er das auch machen. Weil ich schläft gerade jetzt bei uns im Bett. Und ist dann natürlich da Platz. Weil wir natürlich nicht drin liegen. So. Aber es ist echt ruhig zu beobachten, wie so ein Baby schläft. Glurak bekommt auch 38. So, und jetzt sollten. Radikal! Radikal! War total witzig, dass die Pokémon in der Serie immer nur eigentlich ihren Namen sagen, ne? Dann müsste man ja eigentlich auch meinen, dass die einfach nur so heißen, weil sie immer sich so nennen, ne? Also wird ja wohl kein irgendwie ein Entdecker hingegangen sein, nach unten sehen, ach guck mal, das ist eine große Ratte. Ich darf hier den Namen aussuchen und ich nenne die jetzt Radikal. Und seitdem sprechen die alle dann immer nur Radikal. Das ist ja Blödsinn. Aber ich glaube, so tiefgründig hat da bestimmt noch keiner von den Entwicklern damals Gedanken drum gemacht. Weil ich auch gar nicht so genau weiß, was war eigentlich zuerst? Serie, Spiel oder das gleichzeitig irgendwie gemacht? Das würde mich ja echt mal interessieren. Das hat mich schon mal interessiert, ich habe es aber nie nachgeschlagen. Wenn einer von euch weiß, schreibt mal unten in den Kommentaren. Weil, ich hatte schon immer gewundert, dass das so zeitgleich irgendwie kam. Aber ich glaube, die Spiele waren in Japan zuerst gekommen, ne? Und wurden dann noch so eine Serie gemacht. Weil in Deutschland kam das, glaube ich, relativ zeitgleich. Aber ich meine, ich bin ja quasi. Was ist blockiert? Ah, ist blockiert. So. Ja, grob. Seit der ersten Stunde quasi so dabei, ne? Also, wenn nicht damals Release dann im Laden gelaufen.
Aber ich weiß noch, meine Mutter hat das damals irgendwie in einem Katalog gesehen. Hatte ich noch kein Game Boy Color.